Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed 2 mit Rizaid. Ja, wir sind jetzt einfach mal hier und fortsetzen. Nachdem wir ja letztes Mal nach passenderweise ziemlich genau einer halben Stunde, also es war glaube ich was mehr, aber ist ja auch egal, aus dem Spiel geflogen sind, geht's dann jetzt erstmal weiter. Ich hoffe, dass solche Game Crashes sich in Zukunft nicht zu oft wiederholen. Und dass es jetzt endlich mal irgendwann lädt. Kann doch nicht sein. Ja, egal. So, da sind wir. Ah, ich erinnere mich. Aber ich erinnere mich nicht gerne. Ich hoffe, das ist nicht zu oft Shift. Ach, gut, wir haben es geschafft. Juhu, direkt beim ersten Mal. Das ist wundervoll. Jetzt wollen wir mal wissen. Na, zweimal, da kommt das. Und 1, 2, 3. Kommt der, okay. Und hier sieht so aus, weil ich wollte jetzt nochmal wissen, wie das dann präziser. Kombos, die mir jetzt schon so aufgefallen sind, gehen. Ein Schiff, das wollen wir haben. Ja. Kommt der wieder? Das Gefühl an den Türen nicht so getroffen, wie wir sollten. So, also nochmal. Ah, so muss das. So, jetzt haben wir noch ein einziges Problem, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich relevant so direkt. Das sind diese AT-STs da hinten. Also vor der geht's Brücke hier gerade wieder hoch. Doch, die bewegt sich definitiv. Ah, cool, das war ja. Macht gut. Ne, viel Schaden mehr zu anrichten. Down und irgendwie habe ich gerade einen richtigen FPS-Einbruch. Ich weiß nicht, ob man das nachher sieht. Eventuell sollten wir doch mal in Erwägung ziehen, die Grafik nicht auf allerhöchstes Maximum zu stellen. Weil es eigentlich nicht das Problem sein sollte. Ich mache es trotzdem mal. Wenn es danach besser läuft, wissen wir, dass es zu hoch war. So hoch ist das auch gar nicht. Wir können ja mal mit der Sichtweite ein bisschen. Oder ne, Sichtweite habe ich eigentlich immer ganz gerne. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Aber wir gehen einfach auf Mittel und machen dann die beiden rein. Und die hätte ich ganz gerne voll. So, zurück. Mal gucken, ob das Ganze jetzt flüssiger läuft. So, zurück. Nee, wir sind noch. Ich gehe einfach wirklich mal auf. Oder wartet mal, ich speichere mal ganz kurz. Wenn wir hier weg sind. Ja, ich komme jetzt hier noch weg. So. Okay, da kommen wir drüber. Ich bin immer noch in Macht gut, Jungs. Gar nichts. Auch ihr könnt mir gar nichts. Aber ich kann nichts machen. Das könnte sich eventuell als Problem herausstellen. Macht das jetzt aus. Naja.
Aber naja, momentan ist die FPS eigentlich ganz okay. Wir lassen es einfach mal so. Ey, da freut das eigentlich schon. Und tschüss. Möglich, dass ich gerade eine FPS von 560 habe? Ich glaube, das geht gar nicht. Ja. Wir suchen jetzt offensichtlich Ron Kota. Der ist ja hier auf Cartoon. Oder soll gesagt, im ersten Video, dass ihr vielleicht schon gesehen habt, deswegen ich das gerade mal sagen. Euch gehen die Henker aus, Baron! Probiert es mit korillianischen Reißhunden. Ein Trupp soll sich im Hangar sammeln. Ich treffe ihn dort. Irgendwie sehen jetzt ziemlich behindert aus. Fällt mir gerade mal so auf. Erwartet Lord Vader. Der Jedi. Wo ist er? Oh, er lebt. Für den Moment. Er ist seit 7 Tagen in der Arena. Wie lauten die imperialen Sicherheitscodes für diesen Sektor? Die Sicherheitscodes. Tötet ihn! Ich hab das Will jetzt metzeln oder warte das Video? Ich mag es nämlich irgendwie hin, in diesem Spiel zu metzeln. Das macht Spaß. Ja, wir dürfen es metzeln. Und wir dürfen dafür sogar wieder in Machtrage gehen. So, dann stirbt ihr da vorne zuerst mal. Das ist cool. Du sollst auch sterben. Danke. Jetzt auch gut bei euch fährst, aber noch nicht. So. Die Brücke automatisch, oder? Oh fuck, die Machtrage nimmt schon wieder an. Ah, okay. Das war scheiße getimt. So muss das. Achso, jetzt fällt mir auch auf, wie man diese Kampftypis da mit den Schilden aus dem letzten Video, wie man die hätte besiegen können. Die haben ja ihre Vereisung da auch in so Projektilen geschossen. Die hätten wir denen auch einfach in die Ohren hauen können. Und der ist da offensichtlich und die Brücke ist sehr schön. Achso, jetzt haben wir auch da unten links diese Machtleiste da. Und mit der werden wir den dann wahrscheinlich, also dieses Symbol da, das dann wahrscheinlich dafür steht, wie weit unsere Rage da aufgeladen ist. Und wenn die dann voll ist, können wir die einsetzen. So, jetzt ist der tot, jetzt haben wir da ein bisschen mehr bekommen. Und
und so ist dann wahrscheinlich das System. Ja, jetzt, ja, FPS-Rate ist stabil. Ich lasse das mit den Grafikeinstellungen. So, ein gutes Aussehen ist mir mehr wert als so 3, 4 weitere FPS-chen. Egal. Offensichtlich sind die im Nahkampf nicht ganz so leicht zu besiegen, wenn man einfach 2-3 Raketen in die Fresse schmeißt. Also. Geht das? Ja, geht das. So geht das Ganze auch schneller und wesentlich einfacher. Wäre der jetzt da? Wir haben wieder so ein bisschen unserer Machtrage da. Ich weiß nicht, wer ist. Achso. Aber ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr es zu tun. So, was wir definitiv aber umstellen können, ist Sound. Wir machen einfach mal Musiklautstärke runter, Effektlautstärke runter. Und dann den Gesamtsound ein bisschen höher. So, ist das okay? Ich mache sowas ja vorher, aber weil das jetzt einfach so eine Blindaufnahme ist, habe ich vorher das überhaupt nicht ausprobiert. Grafikeinstellungen können wir eigentlich auch mal runter machen. Die brechen jetzt doch gerade wieder ein. Also, zurück. Grafikdetails. Wir gehen mal auf Mittel. Und nehmen aber auch auflösende Texturen drauf. Zurück. Zurück. Ja, läuft flüssiger. Sehr schön. So. So, jetzt haben wir hier die Stimmen von den ganzen Leuten ein bisschen lauter. Das sollte es dann gleich, wenn ihr wieder was sagt, für euch erleichtern, es mitzubekommen. Und natürlich haben wir hier Untertitel. Das ist für Notfall. Und tschüss. Ich liebe Städte, die irgendwie in den Wolken oder so gebaut sind. Ach, du darfst sterben gehen. Kann man hier noch irgendwas Interessantes sehen? Mir fehlt die Minimap. Ich mag Minimaps. Ne, vor allem sind... Also Spiele ohne Minimap sind mir immer zuwider. Es geht nichts über Überblick. Wuhu, wir können Bildschirm kaputt machen. Darf niemand mehr durch. Verstanden? Okay, das heißt, wir müssen da lang. Und das hat irgendwas damit zu tun. Ich vermute nicht, dass wir hier unten irgendwas finden, was uns weiterhilft. Nope. Ich werde jetzt mal macht. Oh, Holokron. Will ich haben. Was haben wir denn so? Wir könnten schieben oder wir könnten Lichtschwert. Das heißt dann Lichtschwertschaden und. Sehr schön. Zurück. So. Cool. Hier hoch? Nein, können wir nicht. Ah, ich hab's verstanden. Wir nehmen den höher. Dann gehen wir hier hoch. Und dann da. Wir haben da hinten noch ein drittes, oder? Ja. Da kommst du hier vorne so auf Mitte. Und dann geht das ganz einfach. So, hier hoch. Dann da hoch.
hier hoch. Und dann Holocron. Erfahrungspunkte Holocron, sehr schön. Unsere Machtrage ist auch schon... Ich glaube, ich werde die Machtrage selten einsetzen. Ich weiß halt nicht, ob wir die verlieren, wenn wir sterben. Aber ansonsten wäre es eigentlich intelligenter, sich die für Endkämpfe aufzuheben, anstatt die jedes Mal einzusetzen, sobald man sie hat. Ich spiele ein bisschen zu viele Hinweise. Ich mag es mehr, wenn man ein bisschen experimentieren muss. Juhu, wir haben Lichtschwert drauf. So, Locken und Linksklick. Kennt man noch. Ein Leben ist nicht viel wert. Die naimoidianische Architektur schon. Ich vermute, wir sollen da drauf. Fuck, ich hatte auch. Ich hatte Shift gedrückt. Warum? Wenn wir unsere Machtrage verloren haben, dann, gibt's hier jetzt gleich Mord und Totschlag. Also können wir euch dann alle auf was gefasst machen hier. Ne, meine Machtrage ist noch da. Okay, also wenn wir die behalten, wenn wir sterben, dann auf jeden Fall nur für Endbosse und sowas. Die werden dadurch unglaublich einfach werden. Ah, toll, jetzt kriegen wir mal so eine schöne Video. Ich mag es irgendwie, dass wir es mit Erinnerungen so von Bildern aus dem ersten Teil machen. Ernsthaft, der sieht so scheiße aus, der Starkiller hier. Der Skin von dem war im alten Teil wesentlich geiler. So, Lichtschwertwurf. Das ist ja schön. Ein Leben ist nicht viel wert. Die naimoidianische Architektur schon. Oh, ein Shuttle. Oh, schade. Ich hatte fast schon gehofft, dass wir uns das Shuttle nehmen könnten. Das wäre schneller gewesen. Scharfschützen. Okay. Wir haben ja auch irgendwas, was wir nach denen schießen können. Ist da hinten wer gestorben? Ja, bitte mindestens einer Scharfschützen ist down. Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Bitte geht nach Hause und schließt eure Türen. Okay, was haben wir hier? Könnt ihr es wahren? Das ist meine Stadt. Gut. Sith-Akolyten, wie ich sie hasse. Oh fuck, das wird... Ich sehe jetzt schon ein ganz großes Problem hier. Die Machtrage ist auf der gleichen, dass ich früher blocken war. Ich hatte gerade schon wieder instinktiv gedrückt. Und ich sehe schon kommen, wie wir hier immer wieder unsere Machtrage aus Versehen einsetzen, weil ich versuche, mich zu verteidigen. Und wir sind übrigens gerade gestorben. Nein. Okay. Wir haben noch einen Versuch. Ich vermute, wir sind... Yep. So, wir nehmen den nochmal als Ablenkung. Der Ball hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Du bist tot. Achtung, Bürger. Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. So. Bitte geht nach Hause und schließt eure Türen ab. Die sind, glaube ich, alle tot. Sehr schön. Wir nehmen diesen Ball mal mit. Der ist nämlich eigentlich ganz schön, so vom Prinzip her. Ich mag den. Der ist so schönes Wurfgeschoss. Deswegen deponieren wir den einfach mal hier vorne. Dann haben wir den gleich. So. Und da sind die schon. Friss meinen Ball. Mein Lichtschwert. Das darfst du auch haben. So. Komm, du voll idiotischer. So, also der ist down. Haben wir sonst noch einen? Tolle Sache. Ja. Ist geil. So.
Ich mag diesen letzten Angriff. Das ist, kann man immer wieder sagen, der ist geil. Wo ist ein Gegner? Warte mal, wie ging das? So, oder? Ja, geradeaus. Okay. Du darfst da gucken, wie. Aber fliegen ist ja so eine faszinierende Sache. Das soll jeder mal gemacht haben in seinem Leben. Du bist ein toter Mann. Ich bin beeindruckt, wie ihr euch wohl in meiner Arena schlagt. Ich glaube, ich hole erstmal diese Scharfschützen aus dem Weg. Es geht doch nicht über ein paar Scharfschützen, um erstmal so nach vorne zu kommen. So, der ist down. Und dann sind das hier vorne jetzt nur noch normale Sturmtruppen. Leben, so und. Glaubt ihr, ihr könnt einfach in meine Stadt kommen und euch alles nehmen? So, tot, sehr schön. So, und da wir wahrscheinlich gleich in diese Arena kommen, in besagte Arena. Und da ich weiß, dass es eine ziemlich harte Stelle ist, wir haben einen Schaltkristall gefunden. Also aus den Büchern. Ja, falsches Menü. Hier machen wir das. Was ist das? Lichtschwertwurf, juhu. Können wir den Geisteskrieg. Oh, cool. Also Geistertrick müssen wir auf jeden Fall aufrüsten, sobald wir können. Und das bringt. Okay, das müssen wir auch aufrüsten. Oh, wir müssen das alles aufrüsten. Wir werden das auch alles aufrüsten. So, Lichtschwerter. Was haben wir denn? Wut. Steiger macht Wutanzeige beim Sieg über einen Gegner. Klar, das kommt in die Nebenhand. Zurück. Zurück. Und. Ich halt immer Sorge, zu oft Shift zu drücken. Ja, ist schon wieder so ein Ding. So. Der ist tot. So, wo sind die Sprungtruppen? Da sind die Sprungtruppen. Der ist down. Und der ist auch down. Und das war's. Shit. Shit, 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 shit. Aber okay. Wir können es ja neu probieren. Dummes Kabel. Ich mach's wieder unter meine Tastatur. Dann. Ah, Mann, ist denn der? Dann läuft das auch. Ja. Scheiß Headset-Kabel. So, jetzt können wir. Puh, ein Glück war die Machtrage nicht voll aufgeladen. Ich hab schon wieder R gedrückt. Was ich noch schön rundum Dings machen wollte. So, da sind die wieder. So, der ist down und der ist auch down. Kraftfeld habe ich diesmal bloß noch nicht fertig gemacht, das machen wir jetzt. Oh, ich freue mich schon darauf, noch mehr von diesen Kraftfeldern fertig zu machen, da vibriert erstmal mein ganzer Tisch mit. Das ist auch cool, weil wenn wir an der Stelle zu lange hängen, dann lässt sich die Macht in der Wut-Dingens immer weiter auf. Und nach einer Zeit können wir also automatisch diese Stelle dann einfacher machen. Wir haben eine Ausgangssperre. So, dann haben wir das. Bitte geht nach Hause und die wieder. Das ist zwar eigentlich total nötig, die mit Fällen wegzumachen, aber ich mach's trotzdem. So, das ist weg. Hat immer so ein tolles Geräusch, wenn der getroffen wird. Das ist, ist ja unglaublich. Und jetzt sind wir wieder tot. Okay, ich muss ganz entschieden was in meiner Taktik hier verändern.
Ich würde sagen, wir haben eine nicht, das hab's selber. Aber man weiß ja nie, bei dem neuen Teil hier kann alles mögliche sein. So. Da kommt der erste. Denen. Laden wir jetzt erstmal das Teil, dann überladen wir den hier das Teil. Und dann machen wir das da vorne kaputt. So. Und dann machen wir das Ganze jetzt anders. Mit ein paar gezielten Erwiderungen. So, das fliegt erstmal wieder zurück auf den. Fliegt das zurück auf den? Ah, Mist, oder immer nicht. So. Ah, da weicht den ziemlich gut aus. Und da sollten wir was näher ran. Fällt mir gerade so auf. Oder ne, jetzt. Ah, sehr schön, eine wundervolle Endkampf-Animation. Ich liebe solche Endkämpfe. Naja, hab sie schon im letzten Teil gemocht. Da oben sind wieder welche. Diese Stadt leben für den Schlag. General Kota ist bisher unser bester Kämpfer. Aber ihr besitzt viel Potenzial. Dann kommen wir jetzt hier rüber. Achso, da. Okay. Dann hier lang. Und da lang. Und nicht von den Scharfschützen getroffen werdend. Dort lang. Raketen machen mir momentan ein bisschen Sorgen, weil ich mich nicht auf die konzentrieren kann, die mich also überraschen werden, wenn die gleich wiederkommen. Habe ich die schon? Oder die tot hier, die relevanten? Ah, fuck. Seht ihr, was ich da für eine Möglichkeit schieße? Alkohol, Frauen und Blut. So viel ihr wollt. Okay. Auf die Beine, Soldat! Okay. Der ist auch weg. Noch mal wieder ein bisschen. Davon ist irgendeiner von diesen Sturmtruppen von genug ist, da reinzulaufen. Fuck. Das war jetzt unerwartet. Komm schon, stirb. Ja, hier sind wir im Endkampf. Damit ist das jetzt gelaufen. Endkampf ist nämlich so eine wunderschöne Sache, die dann einfach immer auswendig, dann kann man immer jeden Gegner besiegen. Das mache ich so an denen.